Das Europa-Abenteuer ist zu Ende gegangen. Wie tief sitzt die Enttäuschung? Ja, die ist richtig groß. Ich meine, vor allen Dingen haben wir gestern auch wieder eine gute Leistung gezeigt und uns wieder mal einfach nicht dafür belohnt. Wir haben, bis wir umgestellt haben oder versucht haben, einfach alles nochmal dran zu setzen, das Spiel zu drehen, haben wir wahnsinnig wenig Torschüsse zugelassen und selbst richtig gut eigentlich gehabt. Und wie gesagt, haben uns einfach diesmal nicht belohnt, haben keine Tore gemacht. Und ja, das ist dann einfach wahnsinnig enttäuschend, weil wir uns die ganzen Spiele immer richtig den Arsch aufgerissen haben und richtig gut dagegen gehalten haben und in Europa eigentlich wirklich, fand ich, gut Leistung gezeigt haben. Und dann ist einfach wahnsinnig traurig, dass man dann jetzt nicht weitergekommen ist. Er hatte Torchancen, aber was hat letztendlich der Unterschied ausgemacht? War Sevilla reifer, ein bisschen abgebrühter? Ja, wahrscheinlich einfach auch kaltschnäuziger. Ich meine, die haben erste Halbzeit eine Torchance und haben sie direkt genutzt. Und wir konnten dies einfach nicht umsetzen. Und ich denke, das war einfach gestern der kleine Unterschied, der es dann ausgemacht hat. Das Parallelspiel lief auch gegen euch. Habt ihr denn die Zwischenstände auf dem Platz mitbekommen? Ja, am Ende schon. Also wir wussten, dass wir dann irgendwann einfach das Spiel gewinnen müssen, um weiterzukommen. Und deswegen haben wir dann ja auch umgestellt, ist ja klar. Und aber wie gesagt, es hat halt einfach dann leider nicht gereicht. Ja. Bei aller Trauer, wenn jetzt die nächste Runde wieder beginnt, ist man vielleicht auch ein bisschen erleichtert darüber, dass man jetzt sich unter der Woche auch voll auf die Bundesliga konzentrieren kann? Ja, erleichtert jetzt nicht. Also ich meine, das war ein wahnsinniges Abenteuer. Es hat richtig viel Spaß gemacht, auch donnerstags abends immer zu spielen. Es war einfach ein Riesenerlebnis für uns alle und das, wir hätten gerne noch zwei weitere Spiele mitgenommen. Das hätte jetzt von der Kraft her auch keinen Unterschied gemacht und deswegen ist es einfach, ist die Enttäuschung größer als die Erleichterung, wie Sie sagen, dass man jetzt sich auf die Bundesliga konzentrieren kann. Also als Belastung haben Sie den Wettbewerb eigentlich nie empfunden? Nee, absolut nicht. Ich meine, wir haben uns dadurch auch weiterentwickelt als Mannschaft auch. Wir haben besser zueinander gefunden und deswegen war es nie eine Belastung, sondern uns hat es auch einfach in unserem Spiel einfach weitergeholfen. Ja. In der Bundesliga stehen jetzt noch zwei Spiele an. Mit welchem Gefühl geht man diese an? Ja, wir wollen trotzdem jetzt nochmal Punkte holen und unsere Leistung, die wir jetzt in den letzten Wochen auch gezeigt haben, bestätigen und uns dafür dann jetzt endlich auch mal wieder belohnen. Und das ist das Ziel jetzt für die letzten zwei Spiele. Mit wie vielen Punkten rechnen Sie aus den zwei Spielen? Das werden schwere Partien? Es sind schwere Partien, ist auch immer schwierig zu sagen, wie viele Punkte man holt. Letztendlich kommt es nie so, wie man denkt und von daher gucken wir, geben unser Bestes und dann holen wir einfach noch ein paar Punkte jetzt. Ja. Vier reichen, oder? Vier reichen, ja.